Hey Vapor und Vaporettes da draußen, hier ist er wieder, euer Vaping Viking. Ja, mit meinem ersten richtigen Vlog, glaube ich zumindest. Also so, ja, Labervideos habe ich ja schon gemacht, aber so ein Vlog, wo ich mich um ein Thema kümmere, habe ich, glaube ich, noch nicht so in der Form gemacht. So ganz ohne Videomaterial oder sonstiges mit dabei tatsächlich. Also ist heute tatsächlich Premiere. Apropos Premiere, T-Shirt-Präsentation. Ein kleines Mash-up-T-Shirt aus Star Wars. Man sieht da ja den Millennium Falcon und die fleischfressende Pflanze, die aus dem Planeten schießt, ist angelehnt an die Szene aus Star Wars, wo sie in dieser Weltraumschnecke mit dem Millennium Falcon. Die Nerds wissen Bescheid, die anderen sitzen jetzt da so, was will der Mann? Ich wollte hier doch was über die Vapor-Fair hören. Ja, genau. Die Vapor Fair in Frankfurt war jetzt dieses Wochenende. Und ich hoffe, diese Störgeräusche von meinem Handy sind jetzt gerade nicht zu hören. Ich lege es mal weg. Mein Handy hat ein Eigenleben entwickelt. Ja, wie gesagt, zurück zum Thema. Die Vapor Fair war in Frankfurt. Meine Hausmesse, ich wohne von der Messe 20 Minuten entfernt. Dachte mir, mega cool. Letztes Jahr war ja klasse. Also für mich war es letztes Jahr überhaupt meine erste Dampfermesse, auf der ich war, und ich war begeistert. Es war schön, es war groß, es war übersichtlich, die Halle war schön aufgeteilt und ich dachte mir, kann dieses Jahr nur besser werden, weil Dampfen wird ja auch immer größer. So viel zur Erwartungshaltung. Kommen wir zur traurigen Realität. Der Simon von Vape Scene Investigation hat da auch ein sehr schönes Video dazu gemacht. Ich werde das dann mal da unten in die Linkbeschreibung noch mit reinpacken. Da könnt ihr euch dann auch mal ein paar Bildereindrücke dazu, zu dem, was ich jetzt erzähle, angucken nochmal. Und auch seine Meinung am Ende des Videos gibt das dem entsprechend wieder. Deswegen, ich glaube mir jetzt einfach von ihm den Namen, weil er hat es nicht Vapor Fair genannt, sondern Vapor Fail. Und das trifft es. Das trifft es vollkommen, meiner Meinung nach. Es ging wirklich damit los, bin angekommen um 21:45 Uhr. Draußen vor der Halle war nichts los. Ich dachte so, coole Nummer. Ja, dann kommt man in diese Vorhalle und die ist brechend voll. Keine Schilder, kein System, nichts. Keiner weiß, wo man hin muss. Man findet irgendwann mal ein Schild, wo ein Pfeil nach oben zu den Kassen zeigt. Alles klar, ich hatte noch kein Ticket, ich hatte mir kein E-Ticket besorgt. Also muss man da hoch, man muss allgemein hoch über Rolltreppen. Rolltreppen bei der Messe. Geile Idee. Ganz ehrlich, ja, und dann haben die Blockabfertigung gemacht an der Rolltreppe. Das heißt immer 20 Leute, keine Schlange, keine Reihe, keine Absperrung, nichts. Also links und rechts neben der Rolltreppe waren Absperrungen, aber da sind die Leute drüber und drunter durchgeklettert. Das heißt, wer sich daneben durchgedrängelt hat, war schneller wie die Leute, die regulär an der Rolltreppe standen. Ich habe geschlagene 40 Minuten inklusive Ticketkauf gebraucht, um bis in die Messe reinzukommen. Ja, 40 Minuten. Wartezeiten sind vollkommen okay, aber das Ding war unorganisiert da unten. Ich habe zwischendrin jemanden nach was gefragt, der da mit blauer Weste rumgerannt ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weg war er. Es wurde einmal, während ich in dieser Schlange stand, gesagt, bitte hier unten nicht dampfen. Das war direkt vor den Rolltreppen. Sprich, die Leute, die reinkamen oder auch nur 5 Meter weg standen, haben davon nichts mitbekommen, haben fröhlich gedampft. Daraufhin wurde die Security, die da unten rumlief, wirklich pampig und patzig und hat die Leute angepöbelt. Absolutes No-Go von Seiten des Veranstalters. Da stellt man ein Schild vor die Tür, wo man sagt, Leute, hier bitte im Foyer nicht dampfen, auf der Messe selbst kein Problem, was dann auch tatsächlich so war. Im Foyer, ich habe die Info mitbekommen, als sie weitergegeben wurde, waren nämlich die Rauchmelder scharf oder die Feuermelder scharf. Wenn so eine Info da ist, werden sich auch 95% der Dampfe 100% sich dran halten. Also das kenne ich nicht anders davon anderen Messen und dann läuft das auch. Wenn die Info aber fehlt, weiß kein Dampfer warum. Und ja, egal. So viel zu dem Thema. So, dann kommt man in die Messe rein. Letztes Jahr, wie gesagt, große Halle, selbe Halle wie letztes Jahr, dieses Jahr auch wieder. Auf der einen Seite die Shishas und
Hookers, auf der anderen Seite E-Zigarette. War wunderbar aufgeteilt. Jeder, der seine Vorlieben hatte, konnte auf die jeweilige Seite gehen. Dieses Jahr dachte ich, es wäre genauso. Es wurde ja auch wieder so angekündigt. Pustekuchen. Also zum Beispiel, ich habe mich mit den Jungs von 12 Monkeys unterhalten. Direkt gegenüber war ein Shisha-Stand, wo die Betreiber des Shisha-Standes aber nicht standen und haben Shisha geraucht. Nein, die standen schön da mit ihren Fluppen. Und es hat nur nach Tabak gerochen. Das war abartig. Also auch die Veranstalter, sag ich schon, die Aussteller, die da waren, waren alle alles andere als begeistert, was ich so mitgekriegt habe, mit denen ich gesprochen habe. Es war kein wirkliches System. Die Gänge waren teilweise, du bist den Gang gelaufen, der endete dann mittendrin, dann ging es um 2.000, 5.000 Ecken weiter und dann warst du in einem anderen Gang und wolltest aber eigentlich ja da an die Ecke, aber da kamst du von da aus nicht hin, dann musstest du wieder zurück durch die Menschenmasse. Es war überhaupt sehr, sehr voll und sehr, sehr eng. Also das war wirklich für mich dieses Jahr ein Albtraum. Ganz ehrlich, es war organisatorisch ein reiner Albtraum. Dann die Toiletten, ewige Schlangen. Ich musste zum Glück nur einmal, aber wenn jetzt jemand eine schwache Blase oder sonst irgendwas hat, Albtraum. Ich kenne es von Konzerten, ich kenne es von Festivals, ich kenne es von sonst wo. Ich habe es noch nie erlebt, dass bei den Herren eine Schlange stand, die so lang war wie die Schlange bei den Frauen, weil einfach nicht genug Toiletten da waren. Ja, dass bei den Frauen immer Schlange ist, das kennt man ja, macht man ja auch mal Witze drüber, ja, weil die müssen ja immer zu zweit in die Kabinen und so. Aber das war in dem Fall ja auch bei den Männern so. Das war echt abartig. So, irgendwann plagte mich auf dieser Messe dann auch mal der Durst. Und ich fragte einen von denen, die da so security-mäßig und so, Entschuldigung, wo gibt's denn hier was zu trinken? Keine Ahnung. Ich fragte den nächsten von der Messe mit Messeemblem hier oben am Anzug. Ich so, wo kriege ich denn was zu trinken? Weiß ich nicht. Tja, ich habe es dann tatsächlich geschafft, rauszufinden, dass es draußen ein Restaurant gab, also in der Messe selbst, außerhalb des eigentlichen Veranstaltungsraums. Hab mir dann nichts Böses denkend eine Cola geholt und stehe vorne, 0,3er Glasflasche. Dann meint er 4,50 €. Ich so, bitte was? Ja, 4,50 €. Ich habe es dann zähneknirschend bezahlt, weil ich halt echt Brand hatte wie ein Tier. Aber das war dann auch das Einzige, was ich auf der Messe getrunken habe. Nee, stimmt nicht, weil ich habe das dann einem netten Mann am One-Hit-Wonder-Stand erzählt und der hat mir dann zwei Dosen hier von diesem Energy-Drink in die Hand gedrückt. Da habe ich noch eine davon getrunken. Ist ein Energy-Drink für Hooker-People, steht auch drauf. Also das scheint so an alle Stände verteilt worden zu sein für die Mitarbeiter dort, aber er war so freundlich und hat mir zwei Dosen eingepackt. Bin ich ihm auch noch sehr dankbar. Vielen Dank dafür. Geschmacklich hatte ich schon schlechtere, aber auch schon bessere. Es ist so auf Brombeere aufgelegt. Also er ist durchaus genießbar, aber jetzt nicht unbedingt der beste Energy Drink der Welt. Ja, ansonsten. Ich habe davon zum Beispiel gar nichts mitbekommen. Simon geht darauf in seinem Video ein. Gab es dann auch noch eine Miss Vape-Wahl? Ja, wir haben jetzt eine Miss Vape Germany, nehme ich mal ganz stark an. Ich bin auch stolz auf die Gewinnerin, weil ich kenne sie und folge ihr auf Instagram, aber ich gehe da auch jetzt nicht näher drauf ein. Da standen nirgendwo Schilder auf der Messe, dass da irgendwas so stattfindet. Ich habe da nichts mitbekommen davon. Vielleicht war das nur ein kleines Handbuch, was du am Eingang bekommen hast, aber ich lese mir ja nicht das komplette Buch durch. Irgendwelche Plakate oder sonstiges habe ich auf der Messe nicht ein einziges gesehen, sondern nach, hey, heute großes Finale, sonst irgendwas, nichts. Und wie man dann auch bei Simon wunderbar sehen kann im Video, die Veranstaltung lief wohl genauso ab wie die Werbung dafür, nämlich gar nicht. Also sie fand statt, aber seht es euch einfach an. Dann, ja, die Aussteller selbst haben sich reglich Mühe gegeben. Es waren sehr viele nicht. Es waren so, lass mich lügen, wenn es 25 waren, waren es viele für die E-Zigarette. Ja, also das war wirklich sehr, sehr überschaubar. Aber die waren alle wirklich redlich bemüht, ihr Bestes zu geben, die Leute gut zu versorgen, gut zu unterhalten. Das waren 99% davon waren, ne, 90%.
95% waren Liquids und Hardware war so zwischendrin. Da war der OneTech waren da für die Hardware. Von denen habe ich auch so ein kleines Gerät aus Birmingham schon mitgebracht. Also die haben ganz schicke Sachen. Und ja, aber ansonsten Standard 0815, Smog-Kram, Joytech-Kram, iJoy-Kram, alles nur so minimale Auswahl. Es war wirklich halt mehr auf Liquids ausgelegt, wie auf die Hardware zum Dampfen. Fand ich auch ein bisschen schade, hätte man auch anders machen können. Von den Liquids her selbst waren ein paar neue Sachen dabei, es waren ein paar sehr interessante Sachen dabei. Ich habe hier, habe ich mir mitgenommen von Star Vapor, nennen die sich. Ich halte es mal in die Kamera. In dem Fall das Wow, das ist ein Cheesecake und sie haben sogar selbst in ihrer Beschreibung drin, steht wirklich herrlich. Ja, Cheesecake kennt man ja mittlerweile zu Genüge und hat man ja alles schon mal durch. Deswegen haben wir was anders gemacht und haben eine Marzipancreme in den Käsekuchen mit reingehauen und eine Schokoglasur drüber. Ich bin gespannt, ich habe es noch nicht wirklich probiert. Lassen wir es mal auf uns zukommen. Ansonsten sehr, sehr, sehr gute Angebote bei den Liquids tatsächlich, weil das Zeug muss ja weg wegen TPD, ne? Koi Glaze waren zum Beispiel da und haben hier ihre 60 Milliliter Flaschen. Das ist jetzt Them Apples, das ist so ein Apfelkuchen, leichte Zimtnote. 60 Milliliter für 5 Euro rausgeballert. Sehr geil. Ja, dann, oder eben in dem Fall, das gehört auch noch zu Gilla mit dazu, ist Surf Sauce. Das ist eine neue Linie von denen, in dem Fall Cocobana, also so Kokos-Banane-Mix. Dann kriegst du halt zwei 30 Milliliter Flaschen für 5 Euro. Ja. Im Moment. Mega. Ein bisschen was zum Probieren auch mitgenommen. Für neue Vorstellungen, neue Reviews und so. Aber ja, Vampire Vape waren da, wieder mit einem großen Stand. Mad Vapes waren da mit einem großen Stand. Diner Lady hatte einen mega großen Stand aufgezogen, den gut, ich kannte ihn jetzt, für mich war er nicht so sensationell. Aber das war der erste Stand, den sie in Deutschland hatten, und da war es natürlich wieder phänomenal. Also so ein großer Stand, wo sie auch dann Mini-Törtchen rausgegeben hat, also so ein Mini-Lemon-Tart oder eine kleine Portion Cornflakes. Passend halt eben auch so eine kleine Portion Milchreis zu den Liquids, die sie eben bei der Diner Lady Serie haben. Dann hatten sie noch so eine Betreuungsecke, sag ich jetzt mal, wo irgendwie alles, was mehr oder weniger Rang und Namen hat, der YouTube-Szene irgendwie im Laufe des Tages mal anzutreffen war. Ich habe einen Dampfdi das dort kennengelernt, war sehr cool. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich nicht wusste, dass er da ist, dass der Simon auftaucht von Vape Scene Investigation, wie gesagt. Haben wir auch sehr nett geschnackt, zwar nur kurz, weil er auch gerade weiter wollte, als ich da ankam. Und später hat man sich einfach nicht mehr gesehen, sonst hätte man wahrscheinlich nochmal einen Kaffee getrunken oder so. Aber wir haben schon gesagt, in Stuttgart machen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen was. Dann waren da der Roman, also der Dampflein war da, die Dampf Brothers waren da, das Dampfer Magazin war da. Was ich sehr cool fand, war, dass Jasmin, also die Dampfeuphorie, auf mich zukam, weil sie mich zuerst erkannt hat. Ich hätte sie nämlich nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich zugeben, in dem Moment. Und hat mich angesprochen, so, hey, wir haben noch mal geschrieben und ich dachte, ich sage jetzt zumindest mal Hallo. Fand ich sehr, sehr cool, fand ich auch ein bisschen knuffig. Sie war nett, sie war freundlich, sie war super. Ja, das waren so meine Highlights, die Leute mal wieder gesehen zu haben, mal getroffen zu haben. Ich wollte gestern eigentlich noch mal hin, war dann aber so enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Tag davor, dass ich dann gesagt habe, nee, das erspare ich mir. Wenn ich gewusst hätte, dass Vaping Apes an dem Tag kommt, wäre ich natürlich nochmal hin, um ihm Hallo zu sagen. Aber so an sich, wie gesagt, im Großen und Ganzen, für Liquids war es interessant auf der Messe. Organisatorisch absoluter Albtraum. Von der Werbung her, sage ich ganz ehrlich, verlogen bis zum Anschlag. Es wurde nämlich im Radio, es gab Radiowerbung hier bei uns in der Gegend dafür, für die Vapo Fair, die größte E-Zigarettenmesse Deutschlands. Ja. Also, ich sag mal, auf dem Fußballfeld hätte man die draufgekriegt, und zwar zweimal. Was da an E-Zigarettenständen da war.
Nee, also die Halle war zwar groß, aber wie gesagt, 90%, nee, nicht 90%, 70% auf jeden Fall waren halt rein wieder Shisha. Die Stände da wirklich überlaufen, extrem laute Musik. Du standst zwischen zwei Ständen und hast von hier laut uns, uns, uns gehabt und von da uns, 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 uns. Ja, also es war so eine Trommelfellmassage vom Allerfeinsten. Es waren auch Promis da, das muss man wieder mal positiv ansprechend sagen, auch wenn sie nicht die Musikrichtung vertreten, die ich gerne höre. Aber Kool Savas war wohl da und hat seinen Shisha-Tabak vorgestellt und Azad war da, um seine Boss Liquids ein bisschen zu promoten und auch ein bisschen vorzustellen. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja immer Vorbehalte gegen die Boss Liquids gehabt, weil sie auf 50-50 Basis rauskam, weil es Sorten waren, wo ich dachte, ja, hat man alles irgendwie schon mal so. Ja, nächste Woche gibt es dann wieder was Neues von denen. So viel verrate ich. Ich verrate nicht, was und wie genau, aber darauf freue ich mich tatsächlich schon. Und ich muss sagen, hier in meiner Tasche, ich konnte tatsächlich nicht anders da. Ja, ich habe mir eine Flasche Boss Liquids gekauft, weil ich das extrem lecker fand. Es ist mit Erdnuss, ja, also Erdnussbutterbasis und ich fand es lecker. Ich musste mir einfach eine Flasche mitnehmen. Ja, wie gesagt, die waren da. Ich bin an dem Stand vorbeigelaufen, wo Azad gerade da war. Es war halt extrem voll außen Security drumherum gestanden, weil die Seiten des Standes waren halt nur mit so Aufstellbannern abgedichtet und dass da halt die Leute nicht durchrennen und zu Azad hinrennen, war okay, ja. Also es war jetzt nicht, weil er den Mega-Promi-Status hatte, sondern einfach nur, um die organisatorische Sicherheit zu garantieren. Das war vollkommen in Ordnung, dass da Security stand und da aufgepasst hat. Aber als ich da vorbei war, habe ich durch Zufall wirklich, weil die waren echt so versteckt, einen kleinen Liquid-Stand nochmal gefunden von Bier-Vapes, genau, Bier-Vapes. Hier. Sehr, sehr leckeres Zeug, aber das ist eigentlich tatsächlich nur ein Nebenprojekt von den Jungs vom Vapefinder. Und ja, die sind nächste Woche auch in Stuttgart da. Aber da wollen wir ja jetzt nicht drauf eingehen. Ich will ja jetzt nicht erzählen, was alles Tolles in Stuttgart stattfinden wird. Sondern abschließendes Fazit jetzt mal von mir zur VapoFair in Frankfurt. Wie gesagt, organisatorisch Albtraum. Einlass Albtraum. Die Liquid-Stände, die da waren, oder die Stände für die E-Zigarette, die da waren, waren gut. Die haben sich auch wirklich bemüht. Die waren nett, die waren freundlich, die waren zuvorkommend, die waren hilfsbereit. Man konnte gute Gespräche führen, man hat sehr nette Infos bekommen. Das war tipptopp. Der Rest, und ich sag's, wie es ist. Ich bin Frankfurter Junge, also nahe Frankfurt, mein Herz schlägt für Frankfurt, aber ich glaube, nächstes Jahr fahre ich nicht nach Frankfurt auf die Messe. Das ist für mich zwar ein Katzensprung, dahin zu kommen, aber der Eintrittspreis von 17 Euro für die Tageskarte, mit der man übrigens, wenn man drinne war, also ich hatte mir ein Zweitagesticket gekauft, ich hätte wieder reingekonnt, aber wenn man sich eine Tageskarte gekauft hat und zwischendrin mal raus wollte, weil ich meine, man will ja auch mal in die frische Luft, da hat man keine Möglichkeit gehabt, im Gelände selbst an die frische Luft zu gehen. Wenn man das Gelände, wenn man rausgeht und mit der Rolltreppe rausfährt, kam man nicht mehr rein. Man kam mit seinem Tagesticket nicht mehr rein. Man hätte ein neues Ticket kaufen müssen. Finde ich auch eine absolute Unverschämtheit. Mega unverschämt. Sorry. Geht nicht. Ja, und dadurch warst du dann natürlich auch gezwungen. Darauf geht Simon dann auch näher ein. Er hat sich das Essen auch angetan. Ich sage bewusst angetan. Warst du genötigt, drinnen zu essen und zu trinken? Das geht nicht. Sorry, das geht nicht. Da hätte man Stempel machen können, da hätte man Bändchen machen können, da hätte man sich irgendwas einfallen lassen können, dass die Leute auch mal raus an die Luft gehen können. Weil ich habe ganz ehrlich, ich hatte am Ende vom Tag Kopfschmerzen. Das lag zum einen daran, dass ich überhaupt nichts gegessen habe, den ganzen Tag nicht. Und es ist jetzt nicht so, dass ich einen Metabolismus habe, der halt eben mal sagt, okay, ich hatte heute nur 400 Kalorien, damit komme ich schon irgendwie klar. Hey.
Nein, mein Körper braucht eigentlich, ich hatte echt Kopfschmerzen, weil ich nichts getrunken habe, außer eine Cola, den ganzen Tag nichts getrunken. Ich war wirklich dehydriert am Ende und weil ich nicht eingesehen habe, irgendwie jetzt 30 Euro im Laufe des Tages auszugeben, damit ich mir Wasser kaufen kann, weil die 0,4er Wasser waren genauso teuer wie die Cola. Ja, also ging gar nicht. Und das Wasser an der Messe aus dem Wasserhahn will man nicht trinken, wenn man weiß, wie Frankfurter Wasser ist. ja, also alles in allem, für mich war die VapoFair eine VapoFail und eine absolute Katastrophe. Ganz im Ernst. Also, ich kann nur abraten, ehrlich, nächstes Jahr hinzugehen. Sage ich so ganz offen und ehrlich. Man könnte mit dem Gedanken spielen, eine Alternativmesse zur VapoFair in Frankfurt vielleicht zu organisieren, aber nicht mehr auf die VapoFair. Sorry, das ist mein Statement dazu, das ist meine Meinung dazu. Jetzt kriegt er noch ein bisschen Nebel um die Ohren gehauen. Ja, da habe ich übrigens gerade von Charlie's Kalkdust gehört, das mit dazu Campfire drin. Das ist so ein Müsli-Riegel mit Marshmallow. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr geil. Gibt es auch die Tage das Video dazu natürlich. In diesem Sinne bin ich raus. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert von mir. Und ja, ich freue, als kleines Schlusswort, ich freue mich wirklich aus ganzem Herzen jetzt noch mehr wie davor nächste Woche auf Stuttgart. Weil ich weiß, was Ira und Franzi da auf die Beine gestellt haben. Ich weiß, was sie da an Arbeit reingesteckt haben. Ich weiß, was an Ausstellern da ist. Und das wird phänomenal. Also, kommt alle nächste Woche nach Stuttgart in diesem Sinne. Ich bin raus. Euer Vaping Viking. Ciao, ciao.